Hier kommen meine aktuellen Top 5 Studiomonitore für Einsteiger. Ich habe für dich einen Budget-Tipp für unter 100 Euro. Den besten Studiomonitor für das Musikmachen unter 500 Euro. Einen tollen Allrounder für alle mit knappem Budget. Ein echter Geheimtipp für alle, die besonderen Wert auf Klangqualität legen und etwas mehr Geld zur Verfügung haben. Und dann noch Nummer 5, einen Bonustipp für alle, die etwas mehr Bass brauchen bei ihrer Musik. Alle Modelle für Einsteiger, versteht sich. Das Angebot am Markt ist riesig und das ist noch echt untertrieben. Leider weichen gerade Lautsprecher sehr stark in der Klangqualität voneinander ab, ganz unabhängig vom Preis. Aber mit irgendeinem Lautsprecher muss man ja anfangen und gute Ergebnisse liefern alle in diesem Video genannten Modelle für ihren Preis auf jeden Fall ab. Wir starten gleich den Countdown. Schreib mir aber schon mal in die Kommentare, welche Lautsprecher du gerade nutzt und für welches Modell du dich am meisten interessierst. Nummer 5. Beste Allrounder Studio-Monitore. Als ich dieses Modell zum Test bei uns im Studio hatte, hat es mich wirklich überrascht. Im Pärchen sind die Presonus Aeris E7 XT für deutlich unter 300 Euro zu haben. Und damals haben sie es zum Testsieger gebracht und konnten alle Konkurrenten hinter sich lassen und auch die Modelle von KRK deutlich auf den zweiten Platz verweisen. Der Klang ist bei diesen Lautsprechern sehr gut für den Preis. Sie klingen differenziert und hatten im Test die beste Impulstreue im Feld. Auch in Sachen Tiefenstaffelung kann der Aeris E7 XT was und, was wichtig ist für die Vocals oder Stimmen im Videos, die Phantommitte ist sehr klar definiert. Im laufenden Betrieb haben sie nur ein geringes Eigenrauschen. Das ist etwas, das bei einigen anderen Lautsprechern im Einsteigersegment leider nicht immer so gegeben ist. Deswegen ja auch diese Bestenliste für dich zur Orientierung. Alle in diesem Video genannten Studiomonitore sind klasse. Der Frequenzgang bei den Presonus Aeris E7 XT ist ausgewogen. Sie haben aber genug Druck für Hip-Hop oder EDM. In Sachen Lautstärke bleibt etwas Luft nach oben, klar. Du kannst sie leider nicht mega laut machen, aber für kleinere Räume, in denen Einsteiger normalerweise so arbeiten, also so, keine Ahnung, 15 bis 25 Quadratmeter, reicht das dicke aus. Auf der Rückseite hast du Anschlüsse für Cinch, Klinke oder XLR und es gibt eine effektive Klangregelung, mit der du den Sound noch mehr an deinen Raum und deinen persönlichen Geschmack anpassen kannst. Ein gutes Angebot, Link und aktueller Preis in der Beschreibung. Nummer 4. Beste Studiomonitore für Einsteiger. Es geht weiter mit einer Marke, die ich bis letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm hatte, wenn es um Studiomonitore geht. Aber es stellt sich heraus, die können so richtig was. Die IQ Multimedia iLoud MTMs sind klein, aber haben mehr Dampf unter der Haube, als man vermuten würde. Aber natürlich, auch hier darfst du keine Wunder in Sachen Lautstärke erwarten. Für kleine Räume und Studios sind sie mit 103 Dezibel aber laut genug. Spannend ist, dass die iLoud MTM eine tolle und akkurate Basswiedergabe bieten, trotz der beiden kleinen 3,5 Zoll großen Tief- und Mitteltöner. Wie mir ein bekannter deutscher Lautsprecherhersteller mal erklärte, liegt das daran, dass sie so ähnlich wirken, als wäre ein 7 Zoll großer Tieftöner verbaut. Es geht also um die gesamte Fläche aller Membranen, nicht die Größe einer einzelnen Membran. Und jetzt kommt der Vorteil kleinerer Tieftöner, ist eine verbesserte Impulstreue, was bei diesem Modell zu eben jener tollen Basswiedergabe führt. Sehr schön ist auch, dass diese Lautsprecher mit einem Messmikrofon ausgeliefert werden, mit dem du sie an deinen Raum anpassen kannst. Das funktioniert in der Praxis sehr gut, wie wir im Test festgestellt haben. Du kannst die iLoud MTM außerdem hochkant oder horizontal aufstellen. Das geht nicht bei allen Studiomonitoren, da musst du aufpassen. Aber mit diesem Modell geht das. Die iLoud MTM kannst du übrigens in Schwarz oder Weiß kaufen. Link und aktueller Preis in der Beschreibung. Nummer 3. Beste Studiomonitore für High-End. Wenn du Einsteiger bist, aber etwas mehr Budget zur Verfügung hast, kannst du dir die Genelec 8030C mal näher anschauen. Das sind Studiomonitore, die klanglich nichts zu wünschen übrig lassen und die du sicher nicht mehr verkaufen wirst. Gerade wer viele Videos produziert, wird mit diesem Modell sehr zufrieden sein. Sie kommen mit einem 5 Zoll großen Tieftöner, der Bass bis 54 Hertz reproduzieren kann. Das ist mehr als genug für die Videoproduktion und viele Musikgenres. Für Hip-Hop oder EDM könnte es aber etwas zu wenig sein. Allerdings könntest du dir später auch noch einen Subwoofer dazu kaufen und hättest dann auch den Tieftonbereich abgedeckt. Dafür können die 8030C mit hervorragendem Klang punkten. Der Frequenzgang ist akkurat und sehr flach. Das ist gut, denn so hörst du immer genau das, was da ist und nichts wird unnötig geschönt. Bei der Tiefenstaffelung macht diesem Lautsprecher niemand etwas vor, insbesondere für den Preis und die Stereoabbildung. Ha, die ist vorbildlich. Die 8030C kannst du in Weiß, Schwarz oder im Raw-Finish kaufen. Alle Modelle kommen mit einem ISO-Port aus Gummi, mit dem du sie von deinem Schreibtisch entkoppeln kannst für besseren Klang. In Sachen Lautstärke sind sie deutlich lauter als die ersten beiden Modelle aus diesem Video. Sie können bis zu 110 Dezibel Pegel produzieren. Das ist in etwa so viel wie ein Rock- oder Popkonzert mit einigem Abstand zur Bühne. Also sehr laut. Für kleinere Räume mehr als genug. Link und aktueller Preis in der Beschreibung. Nummer 2. Beste Studiomonitore mit viel Bass. Kommen wir wieder zu erschwinglicheren Studiomonitoren. Und zwar dieses Mal ein Modell für alle, die eine Menge Bass wollen und deswegen auf größere Modelle zurückgreifen. Der JBL 308P Mark II. In der zweiten Generation hat der Hersteller einige Verbesserungen einflechten lassen, sodass sich dieses Angebot unbedingt anzuhören lohnt. Preislich liegt dieser Studiomonitor unter 300 Euro und kommt mit dem größten Tieftöner im Feld. Er ist 8
Zoll groß. Damit eignet sich dieser Lautsprecher auch bestens für die Produktion von Hip-Hop oder EDM. Der Frequenzgang ist sehr natürlich und auch angesichts des Preises nicht so linear wie der eben vorgestellte Genelec, ist ja auch klar. Aber auch hier, die Phantommitte ist klar und deutlich zu hören und die Stereoabbildung sehr gut. Was für die Preisklasse gesehen hervorgehoben werden muss, ist die Impulstreue der 308p Mark II. Sie liegt über dem üblichen Niveau und das macht Spaß beim Hören von gut definierten Kickdrums. Dein Equipment kannst du wahlweise mit Klinke oder XLR anschließen und mit der Klangregelung kannst du den Sound etwas mehr an deinen Raum anpassen. Das Design kann man mögen oder nicht, ja? Es hat jedenfalls einen leicht futuristischen Touch und wird sich vermutlich nicht den Unmut deines Partners beim Aufstellen im Wohnzimmer auf sich ziehen. Link und aktueller Preis in der Beschreibung. Nummer 1. Beste Studiomonitore unter 100 Euro. Der nächste Kandidat ist als Paar für unter 100 Euro zu haben und kommt von einer Eigenmarke des Musikhauses Thomann. Es ist der Swissonic A204BT. Die Marke selbst ist weitgehend unbekannt, aber in den Tests hat sie immer gut bis sehr gut abgeschnitten. Und deswegen ist dieses Angebot einen Blick wert. Dieser Studiomonitor mit einem 4 Zoll Tieftöner, der bei 70 Hertz schon nur noch wenig Druck erzeugen kann. Diese Lautsprecher sind also gut für Videoproduktion und auch mal zur Musik hören. In die tiefsten Tiefen können sie aber nicht abtauchen. Mit einem maximalen Pegel von 100 Dezibel sind sie zwar laut genug für deinen Arbeitsplatz, doch einen größeren Raum kannst du damit nicht beschallen. Sie sind, was das angeht, die schwächsten Studiomonitore in diesem Video. Dein Equipment kannst du wahlweise über Cinch oder Klinke anschließen und auf der Vorderseite kannst du zudem auch bequem einen Kopfhörer anschließen. Überhaupt sind die A204BT sehr gut ausgestattet für den geforderten Preis. So kannst du sie auch über Bluetooth anschließen und Musik von deinem Smartphone aus hören. Klanglich bewirken sie keine Wunder, klar, für den Preis ist der Klang aber sehr gut. Und mit irgendeinem Lautsprecher muss die eigene Karriere ja beginnen. Ich lasse dir hier noch ein weiteres Video da, klick mal drauf, das wird dir gefallen. Mein Name ist Carlos und wir sehen uns auf Delamar.